ein großes Ziel, wenn man solche großen Veranstaltungen auf die Beine stellt, dass wir uns kennenlernen, vernetzen und vielleicht demnächst zusammenarbeiten oder einfach nett zueinander sind. Das Ziel, sich zu vernetzen und Gehör zu finden für eine Gruppe, das hat mein nächster oder unser nächster Redner auch, und zwar Tag für Tag. Wirtschaftliche und politische Sachverhalte zu hinterfragen, mit Unternehmen über deren Herausforderungen zu sprechen und ganz wichtig, auf die Leistungen von kleinen und mittelständischen Unternehmen aufmerksam zu machen. Das sind ungefähr drei und ich würde mal sagen, wahrscheinlich die wichtigsten Aufgaben für den Deutschen Mittelstandsbund. Und von wem spreche ich? Natürlich von seinem Chef, der den seit 11 Jahren leitet, Marc Tennbeek. Marc Tennbeek vertritt mit dem DBM somit rund 25.000 Mitgliedsunternehmen. 25.000, das sind mehr als 500.000 Beschäftigte. Und damit ist der DMB einer der größten unabhängigen Interessen- und Wirtschaftsverbände Deutschlands. Insofern dürfen wir sehr gespannt sein, welche Botschaft von eben diesem Verband zum Euro-Mainz-Gipfel 2022 ausgeht. Ich freue mich jetzt sehr auf die Keynote und möchte einen großen, munteren Applaus trotz Mittagspause für Marc Tennbeek hören, den geschäftsführenden Vorstand des DBM. Ja, vielen Dank, Frau Krämer, für die nette Einleitung. In der Tat, 25.000 Mitgliedsunternehmen, das ist schon eine ganze Menge. Aber letztendlich ist es ja auch so, es ist eine große Gruppe, man ist heterogen, es gibt nicht die Stimme des Mittelstandes in Deutschland, sondern ja, jeder hat so seine eigene Stimme. Wir versuchen, so einen kleinen Einklang damit reinzubekommen, dass man letztendlich auch mal schaut, welche Probleme haben die Unternehmen, welche Bedarfe haben die Unternehmen und welche Hilfestellung brauchen auch die Unternehmen. Von da habe ich mich wirklich sehr gefreut, dass ich wieder eingeladen worden bin. Gut, das Logo haben wir auch noch mit dann noch geliefert, weil im Endeffekt die Euro-Mainz passt einfach perfekt auch zu unserem Verband. Und von daher eine Keynote und ich bin angehalten worden, 12, 13 Minuten zu sprechen und lehnen sich ein bisschen zurück. Ich habe viel Stoff für Sie, deswegen muss ich mir ein bisschen mal hier drauf schauen und dementsprechend starte ich jetzt gerne mal. Vor einem Jahr gab es an dieser Stelle schon mal den Wirtschaftspendel der Euro-Mainz und im Endeffekt vor einem Jahr haben wir uns alle gefreut, so eine Sommerverschnaufpause auch genießen zu können und haben uns ein bisschen so auch gefreut auf so eine Normalität im privaten und im geschäftlichen Leben. Und ich sage Ihnen, dass die Wirtschaft an sich ein normales Arbeiten sich mehr denn je gewünscht hatte. Dann kam vor gerade mal 4 Monaten der Krieg auf den europäischen Kontinent zurück und alles wurde wieder von jetzt auf gleich auf den Kopf gestellt. Wir hatten schon eine wunderbare Diskussion heute Morgen zum Thema Europa und das Thema Ukraine-Konflikt bewegt uns natürlich alle sehr intensiv. Corona ist geblieben, die Zahlen steigen, der brutale Angriffskrieg bestimmt fortan die Nachrichten überall und zieht die deutsche Wirtschaft immer mehr in den Sog von Preiserhöhungen und Lieferschwierigkeiten. Die Sorge um eine gefährliche Lohnpreisspirale wird aktuell schon mit sehr üppigen Forderungen der IG Metall flankiert. Dort stehen knapp 8% Lohnsteigerung schon im Raum. Und ich bin gespannt, wohin die Reise bei den nächsten Gesprächsrunden da so gehen wird. So häufig die Stärke auch unserer Wirtschaft gelobt wird, so zerbrechlich ist die Wirtschaft auch. Sie sind alle Unternehmer, Unternehmerinnen und wissen, welche Probleme sie immer mehr auch bekommen haben, je länger diese Zeit so ist, verstärkt durch den Krieg in der Ukraine. Die Inflation ist in die Höhe getrieben worden. Wir hatten jetzt 7,6% sind gemeldet worden für den laufenden Monat Juni. Es ist noch nicht so wie in der Türkei, aber letztendlich ist es so, das hatten wir hier so noch gar nicht erlebt. Und es wird noch weitergehen. Gas und Öl werden aufgrund von den wechselseitigen Sanktionen knapp und teuer. Es wird noch teurer sein. Die 2,50 Euro, die heute schon erwähnt worden sind für ein Liter Benzin, ich denke mal, dann kommt da noch ein Faktor noch mal so drauf. Und ich denke, dass damit auch ein grundlegender Wandel letztendlich auch eingeläutet wurde, in dem wir uns auch befinden. Die Welt hat sich einfach in Windeseile verändert und die deutsche Wirtschaft hat es jetzt extrem schwer, sich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen, weil sie einfach unter einem massiven Transformationsdruck nun mal auch dann steht. Das, was man in der Vergangenheit nicht gemacht hat und auf einmal machen muss, erzeugt einfach Stress. Und das ist einfach, was wir mit vielen Unternehmen wirklich sehr, sehr intensiv diskutieren. Aber es gibt keine einfache Lösung, weil die Lösung ist im Endeffekt auch von unseren politischen Akteuren auch dann abhängig. Und letztendlich wollen wir ja auch schauen, dass wir aus dieser, ja,
aktuellen Situation wieder rauskommen. Wir hatten uns irgendwie so eine rosarote Weltbrille aufgehabt und haben leider vergessen, dass die geopolitischen Bestrebungen, also das Streben nach Macht und Einfluss der großen Blöcke, Russland, China und USA, das haben wir einfach übersehen. Und die Europäische Union war sich mit sich selbst im Kleinen beschäftigt und man hatte immer über Erweiterungen gesprochen, aber letztendlich sind wir ja noch nicht eins geworden. Und ich war schon ein bisschen überrascht, dass so in den ersten Wochen, Monaten wirklich eine massive Einigung einfach dann aufgetreten ist hier in Europa. Man war wieder eins und mittlerweile geht es wieder ein bisschen auseinander. Man diskutiert schon wieder mehr miteinander. NATO-Erweiterung hatten Sie auch mitbekommen. Da wurde wieder nachverhandelt seitens Erdogans. Und ja, das heißt, man diskutiert wieder mehr und man ist nicht auf einem gemeinsamen Nenner. Wenn wir über die Herausforderungen der Unternehmen von heute sprechen und über notwendige Weichenstellung für eine erfolgreiche deutsche und europäische Wirtschaft von morgen, dann braucht es im Endeffekt auch wirtschaftspolitische Entscheidungen, die man ganz genau auch dann betrachten muss. Kleine und mittlere Unternehmen prägen die deutsche und die europäische Wirtschaft in einem besonderen Maße. Und das wissen so viele Menschen eigentlich gar nicht, wenn man über Mittelstand so spricht. In Deutschland gibt es 18.000 Unternehmen mit mehr als 500 Beschäftigten. Das sind im Vergleich zu den 3,4 Millionen Betrieben in Deutschland einfach nichts. Und wenn man schon die weichen Stellungen entsprechend auch an die neuen Anforderungen ausrichten muss, muss man auch an die 99,6% der Unternehmen in Deutschland denken, die kleinen Unternehmen unter diesen 500 Mitarbeitern. Und wenn ich das mal so mal betrachte, dann sehe ich persönlich aktuell schwarz für die Wirtschaft von morgen, wenn man es einfach nicht macht. Schwarz meine ich aber definitiv nicht politisch. Große Themen müssen aber eher ein buntes Gemeinschaftswerk auch sein, um die Probleme unserer Zeit nun mal auch dann angehen zu können, um es auch gesellschaftsverträglich auch lösen zu können. Weil die vielen Entscheidungen, die jetzt getroffen werden müssen, werden unsere Gesellschaft auch verändern. Und es sind nicht nur die wirtschaftlichen Themen, die man hat. Das heißt, es geht auch um gesellschaftlichen Frieden, auch in Deutschland und in Europa. Deutschland ist mittelständisch geprägt und verlangt nach einer wirklich grundlegenden Mittelstandspolitik. Wobei natürlich die Großunternehmen natürlich auch sehr wichtig sind. Aber das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist und bleibt der Mittelstand. Und der Mittelstand, auch wenn die Politik das häufig anders sagt, ist in der Vergangenheit einfach sehr häufig alleingelassen worden. Es gibt kein Mittelstandsministerium, es gibt keinen Mittelstandsminister. Es gibt viele nette Begrifflichkeiten, aber es gibt keine klassische Wirtschaftspolitik, die auf den Mittelstand ausgerichtet ist. Wir befinden uns in Deutschland und in Europa wirklich aktuell inmitten eines wirtschaftlichen Strukturwandels sondergleichen. Das ist sicherlich für Sie und für uns alle keine Erneuerung. Auch die Treiber sind alle bekannt für diesen Strukturwandel. Die digitale Transformation, die Energie- und Klimawende und natürlich auch der demografische Wandel. Wenn ich mal so in die Reihen schaue, es sind nicht immer nur 25-Jährige jetzt hier im Raum. Das heißt, wir müssen uns einfach dieser Thematik einfach auch stellen. Wir werden einfach alt. Und es werden immer mehr werden. Schauen Sie mal nach Japan. Dort haben wir natürlich auch eine ganz andere Situation, wo man letztendlich dort ordentliche demografische Probleme nun mal hat, die auch gelöst werden müssen. Das heißt, uns steht noch einiges bevor. Je besser es aber gelingt, diese drei Mega-Herausforderungen als Gesellschaft und als Wirtschaft zu bewältigen, desto mehr hält sich im Endeffekt auch das Bild der Wirtschaft von morgen auf. Desto besser wird auch unsere Wirtschaft den Strukturwandel auch meistern. Man mag sagen, dass die drei angesprochenen Wandlungsprozesse durchaus alte Bekannte sind. Für die digitale Transformation und die Energie- und Klimawende gibt es ja schon sehr ambitionierte Ziele aus der Europäischen Union heraus mit billionenschweren politischen Programmen. Es wird wahnsinnig viel Geld investiert, um diese Veränderungen mit flankieren zu können. Der europäische Grüne Deal, der heute noch gar nicht diskutiert wurde, wird hierzulande uns komplett verändern und die europäische digitale Dekade hoffentlich auch bahnbrechende Innovationen mit sich bringen. Aber das wird noch lange dauern. Das geht nicht von jetzt auf gleich und haben dort noch einige Jahre vor uns. Die Herausforderungen, die der deutschen und der europäischen Wirtschaft bevorstehen, sind immens. Und ich bin wirklich nicht der Einzige, der sagt, dass wir jetzt handeln, jetzt den Wandel auch beschleunigen müssen und intensivieren müssen. Nämlich Krisen gelten als Wandlungsbeschleuniger und Krisen haben wir wirklich genug.
In vielen Unternehmen setzt aufgrund der Mehrfachkrisen so etwas wie ein Duldungsreflex ein. Aufbruchstimmung, Fehlanzeige. Man ergibt sich scheinbar dem eigenen Schicksal und irgendwann auch steht man wieder sehr gut alleine da. Das meint man wenigstens, wenn man einfach wartet. Aber das ist eine gefährliche Fehleinschätzung, wenn wir einfach nicht den Wandel selber aktiv angehen. Jeder für sich, jedes Unternehmen für sich und vielleicht doch in einer guten Mittelstandswirtschaftsstrategie, die wir derzeit noch ein bisschen vermissen. Das lässt sich aktuell nicht nur bei den kleinen und mittelständischen Unternehmen beobachten. Seit Corona wird insgesamt weniger investiert, weniger Innovation geschaffen. Jetzt treffen, das ist leider so, leere Firmenkonten auf bald steigende Zinsen, höhere Preise, höhere Lohnforderungen in leergefickten Arbeitsmarkt und auf gestörte Lieferketten. Das ist ebenfalls eine sehr gefährliche Mischung für die Zukunftsinvestitionen. Investitionen in die eigene Zukunftsfähigkeit brauchen wir allerdings sehr dringend, um die eben beschriebenen Wandlungserfordernisse nicht nur in einigen wenigen Leuchtturmprojekten umsetzen zu können. Und nicht nur in den 18.000 Großunternehmen, sondern komplett in der Breite für die besagten 3,4 Millionen kleinen und mittelständischen Unternehmen. Lassen Sie uns am besten mal anhand von drei Zahlen die Problematik mal kurz skizzieren. Erstens befinden wir uns in einer Phase des exponentiellen Datenwachstums. Es wird erwartet, dass die pro Jahr erzeugte Datenmenge zwischen 2020 und 2035 um etwa 4.500% zunehmen wird. Das ist eine Datenmenge unglaublichen Ausmaßes. Und ich mache mir ehrlich gesagt ernsthafte Sorgen, dass wir zunehmend den digitalen Anschluss in Deutschland verpassen. Deutschland als Gigabitland. Denken Sie daran, 5G, was hat das Marketing alles gesagt und was haben Sie bekommen? Das ist momentan wirklich auch abseits der Ballungsgebiete absolutes Wunschdenken. Wie können wir es aber schaffen, digitale Erfolgsgeschichten im Mittelstand in Serie zu schreiben, wenn die digitale Infrastruktur dem heutigen Datenhunger schon nicht mehr gerecht wird? Ebenso hat die Corona-Pandemie offengelegt, wie veraltet und analog der Staatsapparat ist. Da spricht man ja wirklich sehr, sehr selten drüber. Wir brauchen wirklich den Hallo-Wach-Effekt auch in den Behörden und in den Verwaltungen, um diese in das 21. Jahrhundert zu bringen, den Staat zu modernisieren. Auch das ist gelebte Wettbewerbspolitik, Prozesse zu verändern auf der Staatsebene. Doch es gibt erste Anzeichen für den Wandel, denn viele Unternehmen in Deutschland und viele Regierungen, vor allem in Europa, wollen mehr in die Digitalisierung auch investieren. Im Endeffekt ist es für sie auch geht es ums Überleben. Das heißt, wer jetzt nicht investiert, hat den Anschluss verpasst, auch gerade wir in Deutschland. Nämlich der Kern des europäischen Erfolgs, so haben wir es ja alle gelernt, liegt innerhalb der industriellen Kompetenz. Es geht also darum, die industrielle Produktion, die wir haben, zu digitalisieren. Und dafür müssen Unternehmen sehr, sehr viel Geld in die Hand nehmen. Nämlich nur so werden wir den internationalen Wettbewerb überhaupt Paroli bieten können und unsere Kernkompetenz der Industrie entsprechend aufrechtzuerhalten. Zweitens hat die Ukraine-Krise unsere Abhängigkeit von fossilen Energiequellen, ich glaube, das ist auch nichts Neues, schonungslos offengelegt. Die Energiepolitik der letzten Jahrzehnte, nicht der letzten 10, 15 Jahre, hat dieses Desaster im Endeffekt verursacht. Heute Morgen hatten wir ja schon eine Diskussion gehabt zu dieser Thematik und jeder schiebt sich da so ein bisschen so die Schultern zu. Aber im Endeffekt muss man sich auch dann fragen, wer war denn damals denn in der Regierungsverantwortung? Irgendwie waren es doch alle. In unterschiedlichen Konstellationen. Und somit kann man sich den schwarzen Peter sich entsprechend nicht hinzuschieben. Jeder wollte es einfach und billig haben und so einfach wirklich wie möglich. Gleiches gilt für die vielen anderen Abhängigkeiten, die aktuell noch gar nicht den offiziellen Fokus erreicht haben, aber extremst wichtig sind. Das Thema der seltenen Erden, nämlich ohne die geht in der modernen Welt derzeit fast gar nichts. Und schon tauchen wieder Namen wie Russland und China auf als Rohstofflieferanten. Also Europas Abhängigkeit wird erst einmal bestehen bleiben, bis wir wirklich eigene, neue, innovative Wege gefunden haben. Das Problem der Energieerzeugung hätten wir schon vor Jahrzehnten lösen können, sogar auch lösen müssen. Aber da gab es im Endeffekt nicht den ausreichenden öffentlichen Druck und auch keinen politischen Willen. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine kann, so bitter es auch klingen mag, den notwendigen Impuls geben, Risiken einzugehen und sich aus dieser Komfortzone, in der wir uns dann bewegt haben, bisher auch herauszubewegen. Denn
Es steht außer Zweifel, dass wir jetzt in den 20er, 30er Jahren, und denken Sie bitte nicht an die goldenen Jahre im letzten Jahrhundert, diese Klimaziele können wir im Endeffekt nur auf einen sehr, sehr langen Zeitraum entsprechend auch erreichen. Und Unternehmen müssen einfach schauen, dass auch wie die Haushalte Energie auch zu akzeptablen Preisen zur Verfügung gestellt werden können. Ohne Energie geht einfach nichts. Und dafür brauchen wir einfach ein komplettes Umdenken. Beim CO2 werden wir in den kommenden Jahren schätzungsweise die 2 bis 2,5 Fachmenge, Entschuldigung, das ist, sagen wir hier, das, wenn man von der Kälte in die Wärme kommt, das geht immer hin und her und noch ein bisschen verschnupft ist. Wir haben in den kommenden 2 Jahren schätzungsweise die 2 bis 2,5-fache Menge im Vergleich zu 2010 und 2019 einzusparen. Das heißt, die Klimaziele sind wirklich extremst, die wir dort erfüllen müssen. Der Druck zur Dekarbonisierung hat sich nochmals drastisch erhöht und im Endeffekt sind jetzt schnelle Investitionen in einem sehr, sehr hohen Maße dringend erforderlich. Wie viel können und wie viel müssen wir unsere Unternehmen auch abverlangen? Für viele Unternehmen sind die aktuellen Energiepreise kaum noch zu stemmen und die Unabhängigkeit, um Energie zu bekommen, muss definitiv vorangebracht werden, indem der Ausbau der Erneuerbaren massiv vereinfacht und beschleunigt wird. Ansonsten befürchte ich, dass es mittel- bis langfristig zu einer massiven Deindustrialisierung im Mittelstand kommen wird und dementsprechend wir erheblich Probleme in der Welt bekommen werden und der Wohlfahrtsstaat vielleicht nicht mehr aufrechterhalten werden kann, in dem wir uns glücklicherweise derzeit noch befinden. Auch vor dem Hintergrund der internationalen Wettbewerbsfähigkeit ist es deshalb so extrem wichtig, dass wir auch international vorankommen. Und Sie hatten es vielleicht verfolgt, Bundeskanzler Scholz hatte jetzt auf der G7 den internationalen Klimaclub vorgestellt. Es ist noch nicht beschlossen worden, aber die erste Initiative wurde ja schon gestartet, dass man den Club der Willigen auch aufmacht, um Klimaziele zu erreichen. Denken Sie mal an das Thema Kerneuropa. Vielleicht hätten wir es doch mal aufbauen sollen, um aus dem Kern heraus uns entsprechend schneller, besser aufzustellen, als immer mit einer einheitlichen Abstimmung dort lange warten zu müssen. Drittens erleben wir aktuell die ersten Ausläufer der Arbeiterlosigkeit. In vielen Branchen gibt es einen Fachkräftemangel sondergleichen. Viele haben es vielleicht erlebt, Flughäfen, Gastronomie, ich denke mal, da können Sie jede Branche jetzt momentan aufrufen. Man sucht einfach händeringend nach Mitarbeitern. Aber das wird im Endeffekt nur ein kleiner Start sein der Probleme, die wir auch zukünftig bekommen werden. Wir haben im Endeffekt ein großes Problem, diese Auswirkungen mit dem demografischen Wandel einfach zu lösen, weil wir sie immer ignoriert und einfach immer vertagt haben, um Lösungen zu suchen. Und im Endeffekt stehen wir gerade erst am Anfang dieser Problematik. Die Lösung ist ohne eine starke Zuwanderung verbunden mit einer wirklich echt gemeinten Willkommenspolitik in Deutschland. Ohne eine massive Verbesserung der Ausbildung, insbesondere auch derer mit Lernschwierigkeiten, mit Lerndefiziten, nicht zu lösen. Ohne ein dauerhaftes Lernen der Arbeitnehmenden bis ins hohe Alter, ohne attraktive Angebote an Rentner und Vorruheständler, länger zu arbeiten, Wissen zu teilen, keine Wissensabwanderung zu bekommen, wird es nicht gehen. Mehr als die Hälfte der Unternehmer und Unternehmerinnen in Deutschland sind heute schon 55 Jahre und älter. Wir werden in den kommenden 15 Jahren den größten altersbedingten Strukturwandel aller Zeiten auch im Mittelstand in den Unternehmen nun mal auch erfahren. Und dort, wo Unternehmensnachfolgen, und da gibt es sehr, sehr viele, ungeklärt sind und man alt ist und letztendlich sagt, warum soll ich denn noch investieren, wird letztendlich auch nicht in die Zukunft investiert. Diese Unternehmen sind auf Abwicklung nun mal auch gesetzt, bis einfach Nachfolger doch noch gefunden werden. Aber wir werden einen schleichenden Weggang vieler Unternehmen auch dann haben. Ende 2021 wurde eine Fachkräftelücke von etwa 280.000 Menschen ausgemacht. Man hat schon erste Prognosen angestellt, indem man sagt, bis 2035, und so lang ist das ehrlich gesagt gar nicht, haben wir eine Lücke um das 20-fache dieser 280.000 Menschen. Und dann stellen Sie sich mal die Reise von München nach Hamburg vor. Da muss sich also einiges doch schon ordentlich ändern. Wie können wir zukünftig unter diesen Voraussetzungen Wachstum und Produktivitätsfortschritte erreichen? Ich möchte dazu eigentlich kein allzu düsteres Bild von einer Wirtschaft von morgen zeigen. Vielmehr freue ich mich
heute auch mit Ihnen die Fragen zu diskutieren. Und vielleicht lässt die Moderation auch ein paar Fragen aus dem Publikum auch noch mal so zu, weil ich glaube, das wurde noch ein bisschen vermisst heute im Laufe des Vormittages, um letztendlich zu diskutieren, wie wir unsere Wirtschaft von morgen gestalten können, um erfolgreich zu sein. Denn die Wirtschaft von morgen, über die wir diskutieren werden, wird vollkommen anders aussehen als die Wirtschaft von heute. Und ich hoffe, dass sie jünger, digitaler, nachhaltiger und unterm Strich auch erfolgreicher wird. Denn den Wandel müssen wir definitiv als Chance begreifen und das soll nicht so eine Floskel sein. Also es gibt extrem viel zu tun. Lassen Sie uns bei den großen Herausforderungen bevorstehenden Weichenstellungen insbesondere auch auf die Bedürfnisse der kleinen Unternehmen, der mittelständischen Unternehmen achten, die 3,4 Millionen. Lassen Sie uns darüber diskutieren, was es braucht, um in Europa und in Deutschland eine Zukunft erfolgreich zu gestalten, wo der starke Mittelstand wieder ein Aushängeschild ist. Die FDP hatte mal schon davon gesprochen, dass bei Germany Mittelstand hat. Die sind ja damals dort ein bisschen auseinandergenommen worden vor dem Hintergrund, dass man noch keine Markenrechte hat. So ein Blödsinn. Aber letztendlich ist es nun mal so, wir brauchen einen starken Mittelstand, der ein Exportschlager immer schon war und letztendlich neue Impulse benötigt, um in der Zukunft auch erfolgreich zu sein. Und ich bin, denke ich, fest davon überzeugt, dass die aktuelle Krise gewaltige Innovationswellen anstoßen wird und die Transformation der deutschen europäischen Wirtschaft beschleunigen wird, in ein neues Zeitalter geführt zu werden. Die großen geopolitischen Veränderungen der vergangenen Monate werden sich definitiv nicht ändern. Es wird sicherlich zu einer gewissen Lähmung auch dann kommen, noch der Transformation, solange man sich nicht entscheidet. Und im Endeffekt heißt es, ob es die Widerstandsfähigkeit der Lieferkette ist, die Lokalisierung der Produktion, die Energiesicherheit, die Dekarbonisierung, die Digitalisierung. Die neu entstandene Weltordnung wird viele Trends einfach verstärken, dass wir einfach nachhaltiger und zukunftsgewandter aufgestellt sind. Wir haben eine Zukunftsagenda für den Mittelstand seitens des Deutschen Mittelstandsbundes erstellt und vielleicht lohnt es sich da auch mal reinzuschauen. Schlanke 6 Seiten tragen dazu bei, Impulse zu geben für die Diskussion. Und diese Impulse hoffe ich wenigstens jetzt schon mal in der großen Anzahl der Themen, die ich angesprochen habe, jetzt gerne in die Diskussion zu gehen. Deswegen freue ich mich hier sehr mit der Frau Klär, mit der Frau Kempfert, mit dem Herrn Brunner und natürlich mit Ihnen, Frau von Stürmer, über die Wirtschaft von morgen zu sprechen und vielleicht auch andere Facetten mit reinzubringen. Da freue ich mich drauf. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.